Hallo, ich möchte euch von der heutigen Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen im NRW-Landtag berichten. Auf der heutigen Tagesordnung war unser Lizenzbox-Antrag, der dort jetzt abschließend beraten und abgestimmt wurde. Worum geht's? Mit unserem Antrag wollten wir den ruinösen Steuerwettbewerb innerhalb der Europäischen Union verbieten, denn es ist so, mit diesen Lizenzboxen handelt es sich letztlich um eine sehr geschickte Steuervermeidungsstrategie für multinationale Großkonzerne. Und zwar erlauben es manche Staaten innerhalb der Europäischen Union, dass Lizenzerträge, also zum Beispiel Entgelte auf Patente, zu einem viel niedrigeren Steuersatz versteuert werden als die übrigen Einkünfte eines Unternehmens, was überhaupt nicht einsehbar ist, auch unter dem Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit. Und um das mal konkret zu machen, ist es so, dass diese Lizenzboxen Steuersätze vorsehen von lediglich 10, 5, teilweise sogar nur 2,5, 5%. Um es mit einem Wort zu sagen, ziemlich asozial, weil natürlich hier massive Steuerausfälle eintreten, auch für NRW. Wir wollten mit unserem Antrag dagegenhalten. Lustigerweise hat Rot-Grün in der heutigen Ausschusssitzung gegen unseren Antrag gestimmt, während sich die CDU enthalten hat und sogar die FDP sich unserem Antrag angeschlossen hat und ihm zugestimmt hat. Über die Hintergründe kann man nur spekulieren. Ich denke mal, eine Rolle wird gespielt haben, dass im Moment Koalitionsverhandlungen in Berlin laufen und hier ein klares Statement gegen Steuervermeidungsstrategien vielleicht dort eher stören. Und ich glaube, wir werden Rot-Grün in Zukunft daran erinnern, wenn sie mal wieder vollmundig davon sprechen, dass die Einnahmeseite des Landes verbessert werden müsste. Hier hätte man ein gutes Zeichen setzen können. Chance verpasst. Schade.